Jo, Effekte, aber wie und vor allen Dingen wie viele? Diese Frage stellt man sich natürlich gerne, wenn man hier vor unserem Pedals Paradise steht. Und genau darum soll es jetzt gehen, in Ollis Starthilfe. Und dazu habe ich mir mal einen ganzen Turm von Effekten ausgesucht, jetzt im Video. Aber wie? Das ist immer so das Thema, wenn ich im Moment am Telefon bin und ein bisschen Telefonberatung mache. Natürlich in diesen Zeiten geht vieles übers Telefon. Und ich hatte letztens eine besorgte Mutter am Telefon, die für ihren Sohn einen Looper gesucht hat. Ja, und da habe ich mir gedacht, oh. Und da ging es natürlich darum, dass der Looper integriert werden sollte in ein Modeling-Amp-Setup. Und dann musste ich sagen, naja, so einfach ist das ja nicht. Man kann nicht einfach einen Looper vor die Verzerrung schalten. Ne? So entstand ein etwas längeres Gespräch. Ich habe mir mal gedacht, ach komm, machst du mal in Ollis Starthilfe noch mal eine Folge über Effekte und vor allen Dingen um deren Reihenfolge. Ja, und deswegen habe ich heute mal so von jeder Effektkategorie so einen Vertreter rausgesucht und mir gedacht, komm, gehst du mal auf den Industriestandard Boss und auch vielleicht auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ich mit Boss-Geräten angefangen habe und ich habe euch ja schon in einem unserer vergangenen Videos erzählt, dass meine ersten Effekte waren Delay und ein Chorus und ein Verzerrer. Ja, und das ist natürlich erstmal so die Grundvoraussetzung. Was heute noch dazugekommen ist, ist noch ein Verzerrer. Also was ist besser als ein Verzerrer? Am besten zwei Verzerrer, ist ja klar. Ein Kompressor ganz am Anfang, dann der besagte Chorus, ein Delay und ein Reverb oder Reverb-Hall. Ja? Und nur um das alles nochmal ganz kurz zu zeigen. Ja, ich habe ja auch ganz am Anfang vom Video einfach nur clean gespielt mit dem Kompressor und da merkt man schon, dass wenn ich ganz ohne Kompressor oder ganz ohne Effekt spiele, ja, dann kommt der Fender Amp ganz trocken, ohne jegliche Dynamikeinschränkungen zur Wirkung. Ja, die ja, super geiler Sound, eine super Grundlage im Grunde. Und wenn ich jetzt anfange und gehe mal so den Signalfluss nach, ja, das ist so ein bisschen die Sache, die oft auch wenn ich dann so Beratung mache, ab und zu falsch erklärt wird. Dann wird dann so gesagt, ja, mein Sound geht vom Amp zum Hall und dann vom Chorus in die Gitarre. Also man sollte immer so sprechen und immer so beschreiben und auch ich sollte so beschreiben, wie das Signal läuft. Ja, also immer von Plektrum zum Amp. Ja, das heißt, wenn ich was beschreibe, geht es immer darum, wie läuft denn das Signal. Das Signal geht in dem Moment das erste Mal natürlich in den Kompressor. Das kann man ganz gut hören. So klingt es ohne Kompressor, so ein bisschen mit Kompressor, ist ein bisschen fetter, ja, ich kann mal den Hall anmachen, weil es ein bisschen pflegeleichter ist, vielleicht ein bisschen kürzer, ja, nochmal ohne Kompressor, mit Kompressor
Und ihr hört schon, der Sound wird ein bisschen zusammengedetscht. Ja? Und das passiert im Prinzip genauso wie bei einem Röhrenverstärker, nur in dem Moment in Pedalform. Ja? Und darum soll es ja gehen, dass man sagt, okay, ich möchte gerne das, was ein Röhrenamp macht, so ein bisschen nachbauen. Oder das, was auch ein Modeling-Amp machen könnte, wenn man die ganzen Effektmodule aktiviert, im Modeling-Amp zur Wirkung bringt. Und so mache ich das jetzt hier, extern, sichtbar, mit dieser wunderbaren, bunten Effektgalerie. Und das lässt sich sehr schön hören, dieser Kompressor. Vor allem mit dem Hall macht es wirklich Spaß, weil der Hall, der Reverb in dem Fall, da habe ich mir jetzt einen Hall Reverb ausgesucht, darum soll es auch heute gar nicht gehen. Aber ein Hall bietet für mich immer die Möglichkeit, dass ich leise mir so ein bisschen diesen Raum vorgaukeln kann, der mir beim Leisespielen naturgemäß nicht zur Verfügung steht. Ne? Wenn ich natürlich in meinem Wohnzimmer oder am besten im Flur bei euch in der Wohnung oder im Treppenhaus muss einfach mal ein Röhrenamp aufreißen und damit mal die Nachbarn ärgern. Das Geilste daran ist, dass ein Röhrenamp einfach im Raum unglaublich viel Raumresonanz erzeugt. Und das werden dann eure Nachbarn auf jeden Fall auch geil finden. Und ihr natürlich auch. Also oftmals wurden früher Aufnahmen einfach im Klo gemacht. Man hat den Amp ins Klo gestellt, hat das Mikrofon so in etwas gebührlichen Abstand davor platziert und hat dann so einen Raumklang allein durch diese Raumresonanz erzeugt. Hat super Spaß gemacht. Ich habe das immer so gemacht. Und natürlich, wenn es um Effekte geht und Einzeleffekte geht, spielt Hall eine unfassbar große Rolle. Ja, und deswegen ist er auch hier am Start. Ja. Da ist er. Und natürlich als erste Instanz eine ganz leichte Verzerrung, die ich euch auch mal zeigen kann hier. Na, fast gar nichts, ja. So ist ohne, so ein bisschen mit. Und ich kann ganz genau, wie bei einem Amp, habe ich hier die Regler Gain, Level und Tone. Das sind die grundlegendsten Regler eines Verzerrers. Ne? Es geht natürlich um Verzerrungen, die mit einer nachgelagerten Lautstärkeregelung verlautert oder verleisert werden kann. Okay, also funktioniert so. Ja? Ich habe hier die Verzerrung und kann hier wirklich ganz, 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 ganz leise. Ganz, ganz leise natürlich spielen. Oder ich nehme hier ein Distortion-Pedal, in dem Fall hier der Angry Driver, der mir sehr gut gefällt. Achtung! Ja, und was ich damals nicht gemacht habe, als ich nur einen Verzerrer hatte, ich habe damals nicht zwei Verzerrer miteinander kombiniert. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Tipp, den ich euch geben kann. Wenn ihr einen Verzerrer habt, kauft euch einen zweiten und kombiniert beide Verzerrer als, ich sag mal, Medium- und High-Gain-Verzerrung. So würde ich es machen. In dem Fall zum Beispiel das hier als Medium-Gain. Dann hier, Achtung! Jetzt hole ich mir ein bisschen mehr Gain vom ersten Pedal. Super, super geil. Oder was noch geiler ist als zwei Verzerrer, ist zwei Verzerrer und Kompressor. Aber natürlich alles in Maßen aufeinander abgestimmt. Und das macht mir wirklich super viel Spaß mit verschiedenen Effekten oder verschiedenen Verzerrungsstufen, auch mit Kompression vor der Verzerrung zu experimentieren und das irgendwie zum Klingen zu bringen. Und das ist natürlich sehr, sehr viel einfacher, wenn ich die Einzeleffekte vor mir habe und nicht in irgendwelche Modeling-Menüs das nachschlagen muss. Es funktioniert natürlich auch mit Modeling-Amps. Ich habe es ja auch schon im letzten Video so ein bisschen angesprochen. Ist natürlich ein bisschen geiler, wenn man so ein bisschen die Regler selber dreht. Vor allen Dingen, mir tut es gut, wenn ich beim Spielen den Regler auch drehen kann und hören kann, wie er reagiert. Das ist klasse, ja. Ist weniger Gain hier. Jetzt hole ich mir noch ein bisschen Schmatz vom Kompressor. Thank you.
was natürlich sehr, sehr gut tut beim Solo oder wenn man so daheim so ein bisschen verloren dudelt, Delay, ja, Echo. Ja, das, was früher mit einem Band erledigt wurde, gibt es jetzt halt digital. Mein erstes Echo war ein DD3. Insofern, was sollte ich heute hier hinlegen, außer ein DD von Boss? Ja? Also DD8, so weit sind wir mittlerweile. Und das Einzige, was sich verändert hat, sind die Möglichkeiten der verschiedenen Echos. Ja? Also ich kann es mal zeigen. Das ist mein Echo. Ja? Sehr, sehr, sehr geil. Dann mit meinem Playback hier zusammen. Ne? Geil. So klingt es, wenn man praktisch ein Tape-Delay simuliert, dass es hinten so ein bisschen eiert. Und klar, ich habe jetzt ein bisschen rumgesponnen mit langen Delay-Zeiten, aber was natürlich Spaß macht, ist, wenn das Delay so ein bisschen im Takt schwingt. Das gefällt einem immer ganz gut. Der ist natürlich sehr, sehr tragend, sehr, sehr, wenn ich jetzt völlig andere Sachen auf der Gitarre spiele, passt das natürlich weniger gut. Und das ist eben genau das, woraus es ankommt. Ne? Dass wenn ich in dem Moment ein langes Delay haben will, einfach eins habe oder nehme oder mir einstelle oder in dem Moment, wenn ich ein kurzes will, gehe ich über Time und Feedback. Ja, in der Regel nimmt man so 1-2 Wiederholungen in einer Zack, Zack, das reicht schon. Also das muss man so ein bisschen für sich selber rausfinden und das macht natürlich ganz besonders Spaß. Was immer wieder die Frage ist, welche Reihenfolge brauche ich denn oder welche Reihenfolge werde ich denn, wenn ich Effekte anordne? Ja, da gibt es noch viel Unklarheit. Ich habe mal ein langes Video gemacht, auch um Effekte anschließen, aber gerade jetzt, als ich mit der netten Dame noch mal gesprochen habe, dachte ich so, ey, komm, die Reihenfolge von Effekten ist wirklich wichtig, weil man muss sich überlegen, immer welche Rolle spielt Verzerrung. Ja? Und es gibt ein Problem, wenn ich einen Looper habe, ja, und den Looper vor einen Amp setze, der verzerrt, dann verzerrt auch mein Loop. Oder andersrum, wenn ich einen Amp habe, der verzerrt und ich setze mein Delay vor den verzerrten Sound, dann verzerrt mein Delay. Ja? Und das zeige ich euch jetzt mal. Oh, oh, volles Chaos. Klar, liegt natürlich auch ein bisschen daran, wie ich jetzt im Moment mit Absicht spiele. Aber was ihr jetzt hören könnt, ist, dass die Noten, die ich spiele, oder dass die Gitarre mit dem Delay konkurriert im Verzerrer. Ne? Also das, was man hier hören kann. Ja, es matscht ein bisschen, es matscht sich so ein bisschen zusammen und es ist fast so, als würden zwei Gitarristen über denselben verzerrten Amp spielen. Wir haben das früher mal probiert, ja, als wir nur noch einen Amp hatten damals. Natürlich hört man am meisten immer die Gitarre, die sich dann mit den lauteren Pickups durchsetzt. Ja? Und es ist in dem Moment auch natürlich so, dass wenn ich die Gitarre stark anschlage, dass ich natürlich das höre, was die Gitarre macht. Aber es vermatscht natürlich mit dem Delay und das sollte nicht so sein. Deswegen sollte das Delay auf jeden Fall hinterm verzerrten Sound sein. Genauso übrigens wie der Looper. Ja? Also wenn ich jetzt den Looper nehmen würde und würde das Playback in den Verzerrer laufen lassen und würde mir dann wünschen, nochmal verzerrt darüber zu spielen, funktioniert nicht. Ja? Also das heißt, die Verzerrung muss vor dem Looper erledigt sein. Das ist genau das Problem, was ich bei einem Amp, der zum Beispiel keinen Einschleifweg hat. Ja, was ist ein Einschleifweg? Ein Einschleifweg ist praktisch eine Schnittstelle zwischen Verzerrung und Endstufe, sage ich mal. Und wenn man das mal auseinanderzieht, könnte man sagen, das ist meine Vorstufe, ja, und der Fender Amp ist meine Endstufe. Ja, das heißt, meine Vorstufe oder meine Verzerrung sollte wirklich vor dem Delay stattfinden und vor dem Looper stattfinden. Es gibt so ein paar Geschmacklichkeiten. Man kann natürlich auch sagen, komm,
ich möchte das gerne so haben, dass mein verzerrter Sound so ein bisschen konkurriert mit dem Delay. Ja, da kann man ganz, ganz interessante Effekte machen. Diese schlecht. Jetzt habe ich praktisch so getan, als wenn das Delay die Anschläge meiner Gitarre selber spielt. Das heißt, ich spiele nur halb so schnell und das Delay spielt in meine Spielpausen rein. Solche Sachen kann man natürlich machen und das geht auch übrigens nicht, wenn ich das Delay hinter die Verzerrung hänge. Das heißt, also die richtigen Cracks, die hängen natürlich ein Delay in den Einschleifweg und ein Delay für solche Späßchen vor die Verzerrung. Aber ihr könnt das natürlich so positionieren, wie ihr wollt. Und das ist, finde ich, auch einer der großen Vorteile, wenn ich Einzeleffekte nehme, weil ich ein bisschen die Reihenfolge selber bestimmen kann. Das ist weitaus schwieriger bei einem Modeling-Amp nochmal, weil da natürlich die Effektreihenfolgen auch festgelegt sind. Zum Beispiel auch die Frage, wo kommt denn jetzt Modulation hin? Na, ich meine, wir haben geklärt, Verzerrung soll das erste sein, Delay und Reverb sollte das letzte sein. Danach kommt der Looper, so sollte das natürlich sein, ganz klar. Und die Frage ist immer, wo kommt der Chorus hin? Und da kann man zweierlei Meinung sein. Ich habe ihn jetzt hier vor den Reverb und vor das Delay gesetzt. Das heißt, ich muss gerade nochmal umstöpseln auf die vorangegangene Reihenfolge. Was ihr jetzt hört, ist, dass das Delay natürlich viel sauberer klingt, weil, ganz einfache Erklärung, weil die verzerrte Gitarre delayed wird und nicht das Delay verzerrt wird. Das ist nämlich genau das Problem. Genauso, nochmal doppelt erklärt, genauso beim Looper. Ne, wenn ich den Looper jetzt vor den Verzerrer schalten würde, würde der geloopte Sound verzerrt werden. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte ja mit einem verzerrten Sound in den Looper gehen. Denn der Looper ist wie so eine Bandmaschine. Sollte ganz, 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 ganz am Ende sein. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meinen Loop mal gerade lösche, ja, und gehe über einen ganz cleanen Sound einfach mal in so ein Playback rein, ganz, ganz clean. Ja, vielleicht ein bisschen knusper, kann ich mir noch gönnen. Passt schon und. Jetzt will ich einfach. Oh, das muss ich gegen die Lupe anschreien. Und jetzt will ich einfach zu dem cleanen Sound verzerrt spielen. Dann nützt es nichts, wenn ich am Verzerrer oder am Verstärker die Verzerrung erhöhe, sondern dann wird ja auch mein cleaner Sound verzerrt. Das heißt, ich muss das vorher erledigen. Zum dritten Mal. Also zum Beispiel Angry Diver angemacht und schon geht's los. Ja. Leiser vielleicht? Ja, so macht man das und so funktioniert es auch super. Die Frage ist jetzt natürlich, wo kommt Modulation hin? Ich habe es schon mal umgesteckt. Man kann zum Beispiel auch Modulation vor der Verzerrung fahren. Das gefällt mir immer sehr, 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 sehr gut. Ja, ich mache gerade mal. Auch obwohl, ich brauche jetzt mal kein Delay. Ja? Und ihr hört, dass sich der Chorus ein bisschen mit der Verzerrung reibt. Ja? Wenn ich zum Beispiel mal so ein Flageolet anschlage, ja. Ja, dann hört ihr, dass der Sound so ein bisschen umklappt. Ja, es ist fast so, als wäre meine Gitarre, wie es noch aus diesem, wie stimmig meine Gitarre kennt, wenn ich diese Flageolets anschlage und die in der Verzerrung so eine Dissonanz erzeugen, dann klappt das so. Ja, und das macht auch ein Modulationsgerät
vor der Verzerrung. Und das ist ziemlich geil, ich finde das super. Das macht irgendwie die Hälfte der Gitarristen so, die andere Hälfte der Gitarristen anders. Ich unterscheide es immer so ein bisschen. Für mich ist das eine so Rack-Sound-Schule, ja, so Steve Lukather. Da gibt es erst die Verzerrung und dann im Einsteigweg die ganzen Modulationseffekte. Oder Eddie Van Halen, der hat seine Modulationseffekte vor die Verzerrung oder vor die Amps gehangen. Ja. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen historisch bedingt. Wenn man denn nun einen Amp spielt, der verzerrt und man hat einen Chorus oder einen Flanger oder einen Phaser, was ja in dem Fall ähnlich funktioniert und man will das Ding benutzen und hat keinen Einstellweg, muss man das Ding halt vor die Verzerrung hängen und dann klingt es so. Oder man sagt sich, na komm, ich habe einen Rack oder ich habe Effekte, Multi-Effekt-Gerät, 19 Zoll, 80er Jahre, wie auch immer, und möchte den Effekt gerne im Einschleifweg haben, da wo auch mein Delay und mein Reverb hingehört, ja, dann habe ich natürlich einen anderen Chorus-Sound. Der klingt ein bisschen so, als wenn sich der Chorus ein bisschen weicher über alles, ein bisschen diskreter über alles schmiert. Ja. Am besten ist es erklärt, wenn ich sage, in dem einen Fall ist es so, dass der Chorus verzerrt wird und im anderen Fall ist es so, dass die Verzerrung verchorust wird. So kann man sich's vorstellen. Nochmal als Unterschied in dem Moment hier. Ja, wenn ich mal umstöpsel. Was man jetzt sehr gut hören kann, ist, dass dieses Umklappen fehlt. Ja, das heißt, der verzerrte Sound wird ganz normal moduliert, ganz, ganz weich. Ja, und das ist natürlich deswegen der Fall, weil nicht der verchoruste Sound verzerrt wird. Das müsst ihr wirklich mal probieren. Und das funktioniert nur dann, wenn man wirklich Effekte einzeln anordnet. Ich habe mich mal in dieser Versuchsanordnung wirklich für Boss-Effekte entschieden. Und ich bin gar nicht so ein Riesenfan von exklusiv Boss-Effekten. Wenn ich schlechte Laune habe, dann sage ich auch manchmal, jeden Effekt, den Boss macht, gibt es in besser. Das mag natürlich auch sein, allerdings auch in sehr viel teurer und aufwendiger und hast du nicht gesehen. Ja? Ich meine, ich liebe Boutique-Effekte und da kann man wirklich auch sein Leben lang verbringen, um jetzt Effekte zu probieren und zu suchen. Ich kenne Leute, die hören nie auf, Effekte zu suchen. Ich hatte mal Gary Moore im Laden, die Geschichte ist einfach der Wahnsinn. Und was hat er gesucht? Ein Verzerrer. Ein Verzerrer. Ich dachte, was? Ich habe mir wirklich eine OCD verkauft, also von Fulltone damals. Ich werde das nie vergessen, ich habe die Rechnung noch, ich habe sie kopiert, für alle, die es nicht glauben. Ich dachte, warum sucht Gary Moore einen Verzerrer? Aber das Einzige, was er mich gefragt hat, war, do you have Overdrive? Oder nein, er meinte, hast du einen guten Overdrive, genau. Und ich so, ja, das war zu der Zeit mein Lieblingsterra, ja. Und so gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt von Ibanez den Tube Screamer, es gibt von Fulltone eine ganze Galerie, es gibt von Strymon und von Eventide die ganz, ganz großen Brocken, die uns gut gefallen. Also nicht nur Boss, aber Boss ist, finde ich, so ein allgemein Standard. Ja, also wenn ich irgendwo nach Dubai muss und muss da ein Konzert spielen und muss was bestellen, was ich nicht mitbringen möchte im Flieger oder so. Ich hoffe, dass ich nicht nach Dubai muss. Aber wenn es so wäre, dann würde ich sagen, hier, gib mir einen Boss-Chorus, einen Boss-Delay, einen Boss-Reverb und da findet man sich schnell zurecht. Und die Effekte klingen nicht besonders over, wie man so schön sagt, oder drüber, sondern immer absolut passgenau und so, wie man es eigentlich auch kennt. Ja? Und wenn ihr mal wissen wollt, wo ihr Boss-Effekte findet, dann geht einfach mal auf unsere Session-App. Zack, da habe ich sie schon. Und dann einfach über die Lupe zum Beispiel mal Boss eingeben. Und was ihr dann seht, zum Beispiel hier Boss Bass Driver, Bass Compressor. Gibt natürlich auch Bass-Effekte oder Multi-Effekte. Oder auch den RC5 habe ich vorhin gesehen. Ich habe noch den RC3 hier am Start. Den RC5 muss ich mir auch mal, da ist er. Unser JB Angry Driver. Da sind die ganzen Specs. Und natürlich auch unter dem Video. Ne? Dann, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass ihr natürlich schauen könnt, was habe ich hier verwendet oder was sollte ich mir vielleicht mal ein bisschen detaillierter anschauen. Also alle Produkte sind unter dem Video verlinkt. Natürlich sind wir auch bei Instagram und Facebook. Der Werbeteil muss immer sein, denn natürlich YouTube ist unsere wichtigste Plattform und vor allen Dingen auch euer Kanal. Ja? Und das, was gerade bei Oddis Starthilfe so ein bisschen abgeht, finde ich sehr, sehr geil, weil die Leute auch immer fragen, ey, mach doch mal dies, mach doch mal das. Und irgendwie Effekte ist irgendwie auch mein Lieblingskind.
bin ich wieder fast am Ende. Ich habe euch heute einen ganzen Turm an Effekten gezeigt. Natürlich kommen die Effekte genau wieder in die Ausstellung zurück, denn ihr könnt natürlich alles, was ich im Video gespielt habe, selber bei uns bei Session spielen. Das ist mir das Allerwichtigste. Spaß noch. Tschüss.